Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 3. Wir sind hier im Jemen. Jemen, wie ihn manche auch nennen. Und wir betreiben historische Forschung. Wir haben Elena Fischer wiedergefunden. Naja, relativ. Die Stadt wurde vor mindestens 3000 Jahren gegründet. So gut, geh vor. Und anscheinend waren Drake und Elena verheiratet. Okay, seht ihr den Turm da vorn? Dort beginnt die Altstadt. Oder zumindest verlobt. Da müssen wir hinkommen. Okay, Turm, ist klar. Frisches Obst, Gemüse, Tomaten, Kartoffeln und so weiter. Okay, hier durch. Alaikum Salam. Salami. Ah, ich mache mir nur selber Hunger damit. Okay, jetzt müsst ihr euch benehmen. Ja, Ma'am. Ich mein's ernst. Die Polizei patrouilliert hier überall und Aufmerksamkeit können wir nicht brauchen. Kein Ding. Kein Problem. Hier ist ein Schatz übrigens, falls ihn einer braucht. Was ist das für ein Tanz? Okay, sie haben wohl die Straße abgesperrt. Ich schau mal, was sich machen lässt. Ihr bleibt hier. Sie traf ihn noch. Ja. Oh ja, anscheinend hilft das hier unten sehr. Was ist das? Keine Ahnung. Und? Okay, schlechte Nachrichten. Sie lassen niemanden durch. Hey, wir versuchen es hier. Ich kenne einen anderen Weg. Okay. Wieder der Dance-Typ, aber gehen wir den anderen Weg. Viel Gewand und Stoff zu kaufen. Ein Töpfer oder Weber, wie auch immer die heißen. Das Ding ist abgeschlossen. Touristhotel. Touristhotel. Ein Brotbäcker. Mein Fadlik F. The Helper. Shukran. Danke. Tfadali. Cool. Zum Glück haben wir dich. Ja, ganz sicher. Okay, hier hoch. Und es wird still. Anscheinend sind hier schon weniger Leute unterwegs. Na toll, noch mehr Bullen. Ja, anscheinend kommen wir hier auch nicht durch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Boah, wie vollgehängt alles ist. Ein Motorrad. Eine Leiter und ein Wasserleck, hey, wie es ausschaut. Es muss noch einen anderen Weg geben. Was? Er ist einfach so ein fettes Wasserleck. Mann, das ganze schöne Wasser. Schöne Spiegelung übrigens. Finde ich cool gemacht. Klettern wir einfach mal dann über die Dächer, weil warum nicht? Sowas macht man doch. Bei euch alles klar? Ja. Boah, ist hier hoch. Hier ein Balkon, also wer auch immer hier wohnt. Obwohl, das ist ja dieses Touristenhotel. Sehr, eigentlich nicht schöne Aussicht, aber so ein hoher, großer Balkon. Das ist schon was. Leute, wir sollten nicht hier sein. Ach komm, das ist eine Abkürzung. Ja, genau. Okay, ist aber nichts kaputt. Ich weiß nicht, ob hier auch ein Schatz ist, aber... Oh, ist das hier ein Garten? So eine Art Dachgarten, so ein kleiner, oder sowas in der Art? Auch eine halb schöne Aussicht. Ja, doch, ist ein Art Garten. Schön, schön. Ja, wir sind richtig. Noch mehr Blumen, noch mehr Garten. Noch eine Leiter. Boah, wie hoch geht's denn hier noch? Da ist der Turm. Und wir sind schon ziemlich hoch. Okay, da unten. Diese Gebäude waren schon hunderte Jahre alt, als Francis Drake lebte. Gut, nicht schlecht. Hey, Nate. Huh? Talbot. Wer? Er hat Katas Notizbuch. Was?
Halt, was? Charlie Cutter? Keine Zeit. Sully kann alles erklären. Ja, Moment mal. Wir sehen uns unten. Oh, der arme Sully. Okay, verfolgen wir ihn. Also das für Cutter würde ich ihm schon gerne heimzahlen. Warum haben wir keine Waffen dabei? Kommt einfach so von oben. Pam, Headshot. Wohin? Ich springe einfach mal in die Luft. Ich mache irgendeinen Blödsinn. Ich hab voll nach unten geschaut. Kreis und rechts und runterrutschen. Aha, eine besinnliche Musik. Ist das hier auch wieder so eine Art Hotel oder was ist das hier? Boah! Warum erschrecke ich mich da? Ich kenne das Spiel doch. Dann mal los. Alter. Na, immerhin etwas. Auf wen? Nice. Okay. Hallo, Jungs. Kämpfen wir. Ich mach euch fertig. Oh, das tut weh. Jetzt haben wir ihn. Ja. Sind noch welche? Wo sind noch welche? Oh! Fisch! Wie ich die alle fertig mache. Bin schon da, bin schon da. Ich glaube, da ist vielleicht auch ein Schatz. Wüsste ich gar nicht. Oder hier, hier unten in der Ecke ist, glaube ich, ein Schatz. Aber ich weiß es nicht. Ja, ich komme hier schon. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nichts wie weg hier. Ja, ja, ja. Ich laufe hier schon. Hey, hier rein. Klärt mich bitte mal jemand auf? Wer waren die Typen? Und was hat Charlie mit dem Ganzen zu tun? Er hat uns bei der Sache geholfen. Einen Moment, hat? Ist er tot? Nein, nein. Er und Chloe. Was, Chloe auch? Ja, aber sie stiegen aus, als Cutter sich das Bein brach. Er brach sich das Bein? Ja, zum Glück hat er sich bei dem Sturz nicht das Genick gebrochen. Ihm geht's gut. Ja, also immer noch besser als zu verbrennen. Ich wäre auch gesprungen. Nicht hilfreich. Okay, dann sagt mir jetzt endlich, wonach ihr wirklich sucht. Das. Komm her. Sully, sieh dir das an. Glaubt, ich sind wir los. Was haben wir da Schönes? Wir sind wohl direkt in den Geheimeingang gestolpert. Oh, wirklich beeindruckend. Ohne Ausrüstung bring mich da keine 10 Pferde runter. Frag doch den Teppichhändler von eben. Nee, ich meine Knarren, Waffen. Er ist doch gar kein Teppichhändler. Ah, wirklich. Hey, pass aber auf dich auf, okay? Ja. Okay, im Ernst, was erzählst du warum mir sagst du mir nicht die Wahrheit? Sally? Die Kerle sind nicht wegen historischer Forschung hier und du auch nicht. Es geht um diese Marlowe, habe ich recht? Ja, aber sieh dir das hier an. Ich habe sie endlich. Und es ist, wie ich gesagt habe, das wurde zu dem. Und das brachte uns her. Zu einem Loch in der Erde. Wie immer. Nur vom Feinsten.
Komm, gib es zu. Du liebst das hier genauso sehr wie ich. Nein. Nein, nicht mehr. Wirklich? Na gut, dann... Wie wär's, wenn du einfach gehst? Was, ich? Ich soll gehen? Echt lustig. Schrotflinten? Warum nicht? Was zum... Was? Er hatte nur zwei. Toll. Na gut, dann helft mir jetzt mal. Und hopp. Bereit? Ein langer, harter Weg. Ja, witzig. Was? Nichts, es wird lang und hart. Wollen wir? Okay, Jungs. Ach Gott. Geheimer Eingang zu was? Was ist da unten? Das lässt sich herausfinden. Kapitel 11. Wie oben, so auch unten. Erwartet. Aber ich würde sagen, was oben, was unten und vor allem was hier unten ist, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann.